Hi Leute, heute zeige ich euch, wie man eine Felge neu einspeicht. Wie wir dann aus so einer alten, schlechten Felge wieder aus einer Originalfelge wieder so etwas Schönes hier zaubern können. Ich habe dazu mir Edelstahlspeichen besorgt und die passenden Nippel dazu. Und jetzt werde ich erstmal die innere Radnabe hier ausbauen. Die Speichen können wir ja nicht mehr verwenden, deswegen werden wir sie jetzt rausschneiden. Die Speichen rausschneiden können wir entweder mit einem Bolzenschneider oder wie ich das hier mache, mit einem Winkelschleifer, mit einer Trennscheibe. Wichtig allerdings, Gehörschutz und Schutzbrille für die eigene Sicherheit. So, als nächstes ziehen wir die Speichen hier raus und machen die Radnabe sauber. Ich habe meine Radnabe jetzt sauber gemacht. Falls du eine Alu-Radnabe hast und diese noch vorab polieren möchtest, findest du hier oben noch einen Link, wie man Alu polieren kann. Als nächster Schritt, falls du eine Radnabe haben solltest, dass in der Innenseite noch eine Anfasung haben sollte, tust du die erste Speiche in das Loch ohne Anfasung von hinten rein. In meinem Fall habe ich hier überall eine Anfasung dran, deshalb spielt es bei mir jetzt keine Rolle. Als nächster Schritt gehst du hin und steckst in jedes zweite Loch von oben eine Speiche ein. Danach hebst du die Nabe an und fügst alle Speichen einmal hier durch. Mit einer gekonnten Umdrehung kannst du dir die Radnabe so hinlegen, entgegengesetzt drehen, dass alle Speichen einmal so anliegen. Danach tun wir die Felge hier mittig platzieren. Als nächster Schritt nimmst du dir eine Speiche, führst du hier um die Felge herum und schaust, welche Neigung von der Felge, vom Felgenloch hier am besten passt. Wir sehen hier, das zeigt nach unten, das zeigt auch schräg nach unten, das zu weit nach oben. Hier haben wir die richtige Bohrung. Dann schraubst du den Nippel 2 bis 3 Umdrehungen maximal auf das Gewinde. Jetzt kannst du hier 4 abzählen, 1, 2, 3, 4 und hast schon für die nächste Speiche die richtige Bohrung. Jedes vierte Loch passt zur nächsten Speiche. Wenn du nun alle rundum befestigt hast, nimmst du die Nabe und die Felge und drehst sie einmal um. Im nächsten Schritt werden dann die nächsten Speichen wieder von oben durch jedes zweite Loch gesteckt. Hierbei wieder darauf achten, falls du eine Anfasung in den unteren Löchern hast, die, wo du von oben durchschiebst, sollten keine Faser haben. Nun hebst du die Nabe von innen an, sodass jede Speiche hier durchfahren kann, und hebst am Schluss die ganze Felge an. Danach nimmst du die Speiche, führst sie hier an der Seite vorbei und legst sie dir auf das Felgenbett. Im Anschluss legst du dir die Felge mit der Nabe wieder auf den Tisch und gehst gekreuzt im Felgenrand entlang und legst die Speichen rein. Nun liegt jede Speiche so, dass sie die untere überkreuzt. Hier sehen wir nun, wie sich jetzt jede Speiche mit der darunterliegenden einmal kreuzt. Hier suchen wir uns jetzt wieder das richtige ausgerichtete Loch. Das sehen wir dann hier. Ist es nicht im richtigen Winkel, das zeigt nach unten. So, das nächste Loch ist dann hier.
Da schrauben wir jetzt auch wieder 2 bis 3 Umdrehungen drauf. Und nun sehen wir schon, dass eigentlich immer die nächste Speiche immer die nächste rechts ist. Oder wir können auch wieder die 4 abzählen. 1, 2, 3, 4. Und dann ist hier die nächste Speiche. Und so befestigen wir uns jetzt erstmal wieder alle Speichen rundum. Im nächsten Schritt gehen wir nun hin und schieben von innen nach unten die nächsten Speichen durch. Dann heben wir uns die ganze Narbe mit der Felge etwas an und lassen die Speichen hier durchfallen. Im nächsten Schritt baumeln die Speichen hier unten lose durch die Narbe. Wir greifen sie mit einer Hand und drehen einmal die ganze Felge um. Danach wird jede Speiche auf den Felgenrand gelegt. Im Anschluss fahren wir einmal gegen den Uhrzeigersinn mit dem Finger hier einmal um die Narbe herum und lassen die Speichen in die Felge fallen. So, dass sie wieder mit der nächst untergelegenen Speiche einmal kreuzt. Nun im nächsten Schritt sieht man schon, wie sich dieses Muster von der Felgenkreuzung schon recht von alleine ergibt. Man sieht schon hier, dass es eigentlich nur noch 2 Möglichkeiten gibt, wo die Speiche wieder als nächst befestigt wird. Das ist natürlich hier das obere Loch. Hier schieben wir nun auch wieder den Nippel durch und schrauben es mit 2 bis 3 Umdrehungen fest. Nun zu guter Letzt stecken wir noch die restlichen Speichen auch wieder von unten durch die Radnabe durch. Erneut heben wir nun die Felge wieder an mit der Radnabe und lassen wieder die Speichen durchfallen. Wir halten die Speichen erneut unten fest und drehen die ganze Felge. Setzen das alles ab und legen wieder die ganzen Speichen auf den Felgenkranz. Danach wird wieder gegen den Uhrzeigersinn die Speichen auf die anderen Speichen in den Felgenkranz reinfallen lassen. Nun ergibt sich hier nur noch ein Loch, worin wir dann den letzten Nippel zu den letzten Speichen befestigen. Soweit ist die Felge jetzt bereit, dass wir sie eigentlich noch nachziehen und ausrichten können. Da ihr seht, bei mir habe ich keine Achse, weil ich ein bisschen eine spezielle Felge habe, habe ich mir hier extra eine Aufnahme selbst gebaut mit einem Konus, die ich dann montiere. Ihr könnt jetzt in eurem Fall am besten eure Steckachse hier durchstecken. Ich habe hier nun einen speziellen Zentrierständer, um solche Felgen zu zentrieren. Wenn ihr auch so einen mal kaufen möchtet, schaut auch gerne mal unten in meiner Videobeschreibung nach. Ich verlinke euch diesen hier unten. Ich finde den recht gut, weil sich das hier recht gut handeln lässt und man hier schöne Einstellmöglichkeiten hat. Falls ihr euch das jetzt nicht kaufen möchtet, empfehle ich euch, da einfach hinzugehen und euch eine Achse zu nehmen, die ihr irgendwo in einem Schraubstock befestigen könnt. Hauptsache, ihr könnt hier links und rechts während dem Drehen schauen, ob euch das Felgenband hin und her läuft. Im nächsten Step zieht ihr euch die ganzen Nippel hier so weit an, dass ihr noch ungefähr 2 bis 3 Gewindegänge zur Verfügung habt. Dies könnt ihr entweder ganz einfach mit einem Schraubendreher machen oder, wenn ihr da ein bisschen faul seid, mit dem Akkuschrauber. Wenn ihr das jetzt getan habt, dann seht ihr schon, dass die Felge viel weniger Spiel hat. Ich werde jetzt hier noch den Rest der Nippel jetzt noch lose von Hand anziehen, bis es ganz leicht Spannung hat, so dass sich hier keine Speiche mehr ganz locker bewegen lässt.
Danach werden wir jede einzelne Speiche zentrieren, das heißt nochmal genau ausrichten. Dafür gibt es zwei spezielle Werkzeuge. Es gibt mehrere Werkzeuge. Man kann entweder solche Schlüssel benutzen, mit denen man auch recht gut da dran kommt und hinkommt. Es gibt welche, die man in die Felge reinsteckt, in die Speiche reinsteckt und dann runterdreht, aber dann braucht man meistens ein bisschen länger. Und es gibt auch solche Universalringe, wo jetzt auch für verschiedene Speichengrößen gedacht sind. Wenn ihr natürlich einen passenden Schlüssel habt, seid ihr da viel schneller. Ich habe jetzt keinen passenden Schlüssel, den werde ich mir wahrscheinlich auch mal irgendwann noch besorgen. Aber ich arbeite eigentlich noch recht gern jetzt mit dem Ring. Die Werkzeuge verlinke ich euch ebenfalls alle unten, wenn ihr da was sucht, die man dann hier ansetzt und dann die Speichen nach und nach nachzieht. Ihr seht nun hier, wenn ihr die Felge dreht, dass sie sowohl einen Höhenschlag als auch einen Seitenschlag hat. Hier seht ihr zum Beispiel, ist auf dieser Stelle hier der größte Schlag nach außen. Und auf die andere Seite hier. Im Höhenschlag, da gehen wir dann später nach dran. Jetzt nehmen wir erstmal den Seitenschlag. Jetzt suche ich mir erst nochmal die Stelle, die am weitesten hier rüber geht. Das wäre hier. Und werde jetzt die Speichen an den Seiten nachziehen. Beim Anziehen hier in dem Fall ist jetzt dabei zu achten, dass wir haben jetzt den Schlag hier links. Das heißt, wir müssen die Speichen auf der rechten Seite, also die äußeren Speichen hier, um eine Viertel bis halbe Umdrehung anziehen. Wir tasten uns da immer dran. Wenn ihr da einen stärkeren Schlag habt, könnt ihr da mal eine halbe Umdrehung machen. Wenn ihr da nicht so eine große Abweichung habt, macht da mal eine Viertelumdrehung oder ein bisschen weniger. Und dann prüft es immer nach und nach nochmal. Und so folgen wir das Ganze jetzt, bis wir den ganzen Schlag auf beiden Seiten behoben haben. Wenn wir uns nun den Höhenschlag betrachten, dann sehen wir, dass es hier tiefe Stellen gibt oder vielleicht auch eine Wölbung nach oben. Das meiste hier passt. Wir haben nur hier eine kleine Wölbung hier nach oben. Das heißt, in diesem Bereich müssen wir die Speichen ein bisschen lösen. Wenn wir eine Wölbung nach außen hätten, müssten wir in dem Bereich alle Speichen ein bisschen anziehen. Und so kann man das regulieren, damit man diesen Schlag rauskriegt. Ihr müsst euch allerdings verabschieden mit der Idee, dass ihr so ein Rad hundertprozentig hinbekommt. Natürlich, ich habe jetzt hier eine alte, gebrauchte Felge genommen. Bei mir gibt es dann natürlich hier noch ein paar Kanten, wo man vielleicht beim Reifmontieren und Demontieren hier ein bisschen das Felgenbett verbogen hat. Das kann man natürlich so nicht richten. Dann muss man halt einfach hier ein bisschen auf den Felgenrand schauen, dass das Rad recht gerade läuft. Wenn ihr dann eine neue Felge habt, natürlich sind die dann schon besser. Allerdings habt ihr auch nach Handbuch einen Seitenschlag-Toleranz von 1,5 mm und einen Höhenschlag-Toleranz von 2 mm. In diesem Bereich solltet ihr euch auf jeden Fall bewegen. Wenn ihr eine neue Felge habt, bekommt ihr das meistens aber problemlos besser hin als 1,5 mm Seitenschlag oder Höhenschlag. Aber ganz exakt bekommt man das nicht hin. Wenn ihr jetzt alles soweit ausgerichtet habt im Seitenschlag und im Höhenschlag, dann prüft ihr mit dem Schraubenzieher oder mit eurem Schlüssel anhand vom Klang, ob alle Speichen angezogen sind. Jetzt wird noch zum Schluss, wenn alles ausgerichtet ist und ihr es nochmal geprüft habt, werden jetzt zur Sicherheit jede einzelne Speiche nochmal mit einer Viertelumdrehung nachgezogen, um das sicherzustellen, dass alle Speichen ordentlich gespannt sind. So, das Rad ist nun fertig. Alles ist zentriert. Speichen sind alle fest. Wenn ihr das jetzt zum ersten Mal macht, braucht ihr vielleicht so ungefähr 40-45 Minuten, bis ihr da mal ein bisschen den Dreh raus habt. Aber wenn ihr da mal ein paar Felgen gemacht habt, macht ihr so eine Felge im Schnitt in 20-30 Minuten. Wie ihr seht, es ist eigentlich nicht so kompliziert, wenn man ein paar Schritte beachtet. Und es macht eigentlich, finde ich, jetzt nur recht viel Spaß, das mal selber zu machen und das selber zu probieren.
Und man hat natürlich einen wunderbaren, schönen Look natürlich wieder mit den schönen neuen Speichen. Nämlich alte, verrostete Speichen sind halt meistens einfach nicht so der Hingucker. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hilft euch auch sehr gut, wenn ihr das selber machen wollt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, um nicht weitere Videos zu verpassen. Also bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.